Es ist bereits 17 Uhr durch und wir beginnen die Stadtratssitzung. Meine Damen und Herren Stadtratsmitglieder, Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Beigeordnete und Ortsteilbürgermeister, hiermit erkläre ich die heutige außerordentliche Sitzung für eröffnet und begrüße natürlich auch die Vertreter der Presse und die anwesenden Gäste sehr herzlich. Die Notwendigkeit dieser außerordentlichen Sitzung ergibt sich aus der Beanstandung des Oberbürgermeisters zur Entscheidung des Stadtrates zur Vorlage Drucksache Nr. 106/2022 vom 7. Dezember 2022. Ich beantrage wieder, dass der MDR fernsehtechnische Aufnahmen machen und senden sowie das Thüringer Medienbildungszentrum fernsehtechnische Aufnahmen machen und diese live und auf Abruf im Internet zur Verfügung stellen darf. Die OTZ und Mitarbeiter des Pressebereiches der Stadtverwaltung Fotos von der Sitzung machen und veröffentlichen dürfen und natürlich die Tonaufzeichnung zwecks Protokollsicherung erfolgen kann. Gibt es dagegen Einwände? Das sehe ich wie immer nicht. Ich weise trotzdem nochmals darauf hin, dass außer dem eben bestätigten Personenkreis keine Ton- und Bildaufzeichnungen gemacht werden dürfen. Sofern noch nicht jedes Stadtratsmitglied im Besitz einer Stimmkarte ist, beziehungsweise noch nicht alle Stadtratsmitglieder in die ausliegenden Anwesenheitslisten eingetragen sind, bitte ich, dies nachzuholen. Ich darf feststellen, dass Ihnen die Einladung zu dieser Sitzung rechtzeitig und ordnungsgemäß zugegangen ist. Anwesend sind jetzt 7 Stadtratsmitglieder. Mir wurde gesagt 7. Es bleibt dabei, 7 Stadtratsmitglieder. Entschuldigt sind Herr Boczek, Herr Brandner, Herr Kästner, Herr Laudenbach, Herr Dr. Lauerwald, Herr Dr. Müller, Frau Müller, Herr Dr. Fuchsberger von der Fraktion AfD, Frau Berthold, Herr Gerstenberger, Frau Metzner, Herr Raubold, Herr Reinhardt, Herr Schubert, Frau Wunderlich von der Fraktion Die Linke, Herr Geisler, Herr Kinder, Herr Trautmann von der Fraktion CDU, Frau Hofmann, Herr Wetzel von der Fraktion SPD, Herr Weber, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Herr Kirchner, Frau Heilig von der Fraktion Für Gera, Herr Müller von der Fraktion Die Liberalen, Herr Dr. Kneisel, Herr Dr. Post und Frau Züge-Gutsche von der Fraktion Bürgerschaft Gera und Herr Fritsche von der Fraktion SPD. Damit sind wir nicht beschlussfähig. Aus diesem Grund übergebe ich an dieser Stelle das Wort an den Herrn Oberbürgermeister von Ab. Es leuchtet. Dankeschön. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren Anwesenden, Mitglieder des Stadtrates, Beigeordnete, sehr geehrte Gäste, wie in der Stadtratssitzung am 7. Dezember 2022 vergangene Woche dort in den Bekanntgaben auch als im Nachgang der Ablehnung der Vorlage begründet, halte ich die Ablehnung der Beschlussvorlage, die heute auf der Tagesordnung steht, für rechtswidrig und beanstande diesen Beschluss. Mit der Ablehnung der Beschlussvorlage wäre ich nicht mehr befugt, über planmäßige Auszahlungen für den Dezember vorzunehmen, gleichwohl dazu ein Rechtsanspruch der Berechtigten besteht. Deshalb wurde zur heutigen dringlichen Sondersitzung eingeladen, da der interne Prozess für die Auszahlung der Gehälter an die Beschäftigten für diesen Monat bis spätestens 15. Dezember 9 Uhr durchzuführen ist, ist auch nicht die Möglichkeit, dann in der Folge zu einer nochmaligen Sondersitzung einzuladen aufgrund der notwendigen Ladungsfristen.
Ich danke Ihnen. Gemäß Paragraf 18 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Stadtrates und seiner Ausschüsse ist vorgeschrieben, dass die Sitzung bei Beschlussunfähigkeit unterbrochen werden muss für 15 Minuten, in der Hoffnung, dass wir in 15 Minuten beschlussfähig sind. Diese Hoffnung hege ich nicht, aber es ist vorgeschrieben und wir verfahren nach der Geschäftsordnung. Wir treffen uns also, Sie haben jetzt Pause, und wir treffen uns in 15 Minuten wieder. Es ist jetzt 17.08 Uhr. Das wäre dann also 17.23 Uhr. Ja, ja. In 15 Minuten wissen wir mehr. Ich danke Ihnen. Sehr geehrte Stadtratsmitglieder, bitte nehmen Sie Platz. Die 15 Minuten Pause sind verflossen. Die Anzahl der Stadtratsmitglieder hat sich nicht verändert, bleibt bei 7. Damit stelle ich fest, dass die Beschlussfähigkeit weiterhin nicht gegeben ist. Der Herr Oberbürgermeister macht Gebrauch vom Paragraf 44 des Beanstandungsverfahrens nach der Thüringer Kommunalordnung und ich gebe ihm das Wort. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Was passiert jetzt oder was ist passiert, wie ich es auch in der Sitzung des Stadtrates, als es zur Beschlussfassung kam, im Sinne von Nicht-Zustimmung, hatte ich ja gesagt, dass der Beschluss, so wie er gefasst wurde, mit der Drucksache 106/2022 von mir außer Vollzug gesetzt wurde. Heute dann im Rahmen der Sitzung, wenn wir beschlussfähig gewesen wären, wir im Rahmen der Beanstandung die Möglichkeit gehabt hätten, da eine Korrektur vorzunehmen. In der Folge wird jetzt passieren, dass wir die Rechtsaufsicht, also des Thüringer Landesverwaltungsamtes, unverzüglich informieren werden und auch um Stellungnahmen dazu bitten werden. Und aufgrund der Zeitschiene, die ich Ihnen angeführt habe, wird bis spätestens dann Donnerstag dieser Woche, das ist der 15. 9 Uhr, beziehungsweise am Nachmittag des 14. dann im Rahmen einer Eilentscheidung dann die Sicherstellung der tarifrechtlichen Ansprüche durchzuführen sein. Ich danke ihm für die Erläuterung und ich darf damit die Sitzung schließen. Ich wünsche Ihnen, den Anwesenden, vor allen Dingen für das restliche Jahr alles Gute und darf erinnern, dass die nächste Stadtratssitzung am 25. Januar 2023 stattfindet. Laut Einladung wieder im KUK, aber wir werden sehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute.